Moin. Bei dem Model 3 haben wir ja vorne an der Haube zwei, ja, was das für Stellen waren, wissen wir nicht. Da lag bestimmt mal irgendwas unter, die Haube wurde zugemacht. Da haben wir zwei kleine Stellen anlackiert, da konntet ihr mal sehen, wie schnell und einfach das eigentlich zu machen ist. Das hat jetzt 80 Euro plus Mehrwertsteuer gekostet. Und ansonsten haben wir das Auto poliert und auch hier wieder zu sehen, der schwarze Lack ist super, super empfindlich. Es zeigt sich zurzeit so ein bisschen so, dass wir wirklich die schwarzen Model 3, die sich eher bei 950 Euro einpendeln, weil wir wirklich ganz lange daran rumschleifen und rumpolieren müssen, bis die Oberfläche so aussieht, wie sie jetzt aussieht. Ich habe mich so ein bisschen im TFF-Forum eingeklinkt. Da sind doch einige Diskussionsrunden mit anschließender Reparatur. Also sprich, wir haben eine Keramikversiegelung machen lassen und jetzt habe ich da was dran zu lackieren. Und die Lackierung wird durch die Keramikversiegelung wesentlich teurer. Das stimmt so nicht, Leute. Definitiv nicht. Es ist nur so, wenn das Teil lackiert wird, muss es natürlich im Nachgang versiegelt werden, beziehungsweise wieder Keramik beschichtet werden. Wenn es nano versiegelt ist, wird es danach wieder neu versiegelt. Das muss man mal einen Tag warten. Also das Auto kommt ja, sag ich mal, im Ofen, da wird er getrocknet, danach muss er noch ein bisschen stehen und nächsten Tag kann man ihn neu versiegeln, beziehungsweise beschichten. Aber dass jetzt vorher ganz wahnsinnige, großartige Reinigungen stattfinden müssen, das tut nicht Not. Der Lack wird ja sowieso angeschliffen und die Keramikbeschichtung, die ist so hart und ist ja auch mit dem Lack eine Verbindung eingegangen, dass man sie nicht mit einem bestimmten Mittel runterwaschen muss oder wie man sich das auch mal vorstellt. Bei einer Nanoversiegelung sieht das anders aus, aber nicht bei einer Keramikversiegelung. Das wollte ich euch mal so auf den Weg mitgeben. Ansonsten hoffen wir, dass wir alle Arbeitsschritte drin haben. Marc, wo bist du jetzt bei gerade? Versiegeln? Ja, Marc versiegelt jetzt mit der Keramikversiegelung. Zeig uns mal das Produkt einmal, Surfaces, steht das drauf? Ja, guck mal her. Das ist die Surfaces Keramikversiegelung. Keramikbeschichtung heißt das, verdammte Kiste. Immer mit dieser Versiegelung. Ich glaube, ich habe euch das schon mal erzählt, warum ich das immer sage, Versiegelung. Wenn man 11 Jahre Nanoversiegelung verkauft hat, dann ist es schwierig, auf einmal Keramikbeschichtung zu sagen. Da muss man sich ganz schön umgewöhnen. Ja, wir haben zurzeit jede Woche fast jeden zweiten Tag ein Model 3 da. Und die Lackqualität ist immer sehr unterschiedlich. Ich hoffe, dass wir demnächst mal auch mal wirklich schwarze Fahrzeuge kriegen, die nicht ganz so doll zerkratzt sind. Ja, wie immer, falls ihr irgendwelche Fragen habt, wieder ab in die Kommentare. Wie ihr ja in der Vergangenheit festgestellt habt, ich beantworte die immer zeitnah und zügig, soweit es uns natürlich möglich ist. Manchmal müssen wir auch Geld verdienen noch nebenher. Aber auch wenn im TFF-Forum gucke ich auch, dass ich da an den relevanten Themen in Zukunft ein bisschen mehr teilhaben werde. Ja, wenn ihr Fragen habt, fragt. Bis dahin, sonst habe ich eine gute Zeit. Ich möchte noch ein paar Dinge aufklären. Und zwar werde ich immer wieder gefragt, wenn ihr die Scheiben versiegelt, beziehungsweise Glasdach, Frontscheibe und Heckscheibe, ob das Wasser schneller und mehr in den Kofferraum fließt. Ich werde ich immer wieder gefragt. Das kann ich selbst noch nicht beurteilen. Wir haben jetzt knapp 10 Model 3 gemacht. Davon haben 2 die Scheiben nicht mit versiegeln lassen. Ich werde mal einen Aufruf tätigen. Ihr anderen 8, erzählt doch mal was. Schreibt doch mal was in die Kommentare, damit wir wissen, habt ihr positive oder negative Erfahrungen damit gemacht? Ich weiß es nicht. Es tut mir leid. Weiterhin kommt auch immer wieder die Frage auf, die Glasversiegelung, die hält circa ein Jahr. Das ist nicht so wie beim Lack. Der Lack hält 3 Jahre und länger. Kommt, wie gesagt, auch auf die Pflege drauf an. Wie behandelt ihr den Lack? Steht das Auto draußen, steht es drinne? Das ist alles so ein bisschen, na, fahrt ihr ganz viel Autobahn, 20.000 Kilometer Autobahn, fahrt ihr nur Stadtverkehr? Wie ist der Nutzungsgrad? Und deswegen, da kann man immer nicht sagen, aber 3 Jahre geben wir ja Garantie. Die Glasversiegelung, die kostet ja auch nicht viel. Ich glaube, die kostet 185 Euro netto, kann ich nicht genau sagen. Komplett. Die hält nur ein Jahr. Das muss man nach einem Jahr, lässt der Effekt nach. Manchmal schon in der Frontscheibe nach einem Dreivierteljahr, weil wir einen mechanischen Abrieb haben. Hier, ne? Scheibenwischer. Das wollte ich euch doch mal mit auf den Weg geben. Und
Jetzt könnt ihr weiter gucken, das Video. Bis dahin,